Herzlich willkommen zu unserer Positionenreihe Healing Architecture. Heute sind wir schon bei der Position 6, das heißt dem vorletzten Vortrag Orte der Heilung, eine Projektrundreise von Petra Wörner. The language of the presentation today is German, as you heard before. Next week we will continue in English. So, vielleicht ganz kurz vorweg noch, bevor ich zu meiner Kollegin übergebe. Wir versuchen ja mit dieser Vortragsreihe einen roten Faden auch irgendwie durch unser Thema zu ziehen. Und wir kommen immer mehr zu dem Schluss, dass wir eine neue Form von bedürfnisorientierter Architektur hier zusammenstellen anhand der Projekte, die vorgestellt werden. Und ich bin sehr gespannt, was Frau Wörner uns heute zu sagen hat. Aber bevor Frau Wörner starten kann, übergebe ich noch zu meiner Kollegin, der Alexandra Abel, Architekturpsychologin an der Bauhaus-Universität in Weimar. Danke, Axel. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir an Petra Wörner, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das gesamte Moderatorinnen-Team. Vielen Dank, dass Sie die nächste Stunde mit uns teilen werden. Wir sind beim vorletzten Vortrag unserer Positionenreihe angekommen und schlagen die Rundung des Abschlusses bereits vorausdenkend mit Petra Wörners Beitrag und der von ihr vorgestellten Projektrundreise über die Adressierung spezifischer Nutzergruppen, den Bogen vom Umbau der Bestandsarchitektur, über gegenwärtige Ansätze bis hin zu zukünftigen Fragestellungen, Herausforderungen, Entwicklungen und Visionen im Kontext der Gesundheitsarchitektur. Wie verbindet man höchste Funktionalität mit wohltuender Atmosphäre? Wie kann Architektur auf das Tempo und die Unvorhersehbarkeit medizintechnischer Weiterentwicklung vorbereitet sein? Und wie beeinflussen Faktoren wie Pflegenotstand, demografische Entwicklung, politische und gesellschaftliche Haltung das Spannungsfeld, dem Architektur und Gestaltung im Kontext der Gesundheitsarchitektur begegnen? Welche Verantwortung und welche Einflussmöglichkeiten haben Architektinnen, Gestalterinnen und Vertreterinnen verwandter Berufsgruppen in diesem Spannungsfeld? Vor dem Hintergrund einer so intensiven, umfassenden und langjährigen Tätigkeit wie der von Wörner Traxler-Richter im Feld der Gesundheitsarchitektur sind wir sehr gespannt auf die Impulse, die der Vortrag hier setzen wird. Die Vorbereitung des Moderatorinnen-Teams wurde unterstützt von Clara Götsch, die an der Bauhaus-Universität Weimar ihre Bachelor-Thesis über Patientinnenzimmertypologien geschrieben hat und derzeit ein Praktikum im Büro von Axel Büther absolviert. Sie wird heute das Moderatorinnen-Team unterstützen. Und jetzt und hiermit übergebe ich an Florian, Studierender der Bauhaus-Universität Weimar, für die Anmoderation von Petra Wörner. Dankeschön, Florian. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Vortrag, denn wir werden auf eine kleine Reise von unserer Referentin Petra Wörner genommen. Sie hat in Stuttgart und am IIT in Chicago studiert und sie arbeitet seit 1984 bei Wörner, Traxler und Richter als Projektleiterin und ist nun auch seit 1997 als geschäftsführende Gesellschafterin tätig. Wir freuen uns alle zur Krankenhausplanung und zu den Einblicken, die wir in ihre Projekte gewinnen werden. Und ich bin gespannt, wohin unsere Reise uns führen wird. Und ich möchte Ihnen hiermit das Wort übergeben und die virtuelle Bühne. So, zunächst mal die Frage, ist das technisch alles gut so zu sehen? Wunderbar, klappt prima. Prima, fein. Also ich freue mich sehr, dass ich heute für Sie da sein kann und habe mir überlegt, dass wir über ganz bestimmte Aspekte sprechen, die unseren Beruf und vor allen Dingen unsere Art zu arbeiten sehr stark beeinflusst und zwar jeden Tag neu. Also wir fragen uns immer nach dem Sinn auf jeden Fall unserer Profession beziehungsweise auch unserer Berufung als Architekten, die sich dieser Krankenhausarchitektur oder überhaupt dieser Bauaufgabe widmen. Ich möchte Ihnen ein bisschen über den Prozess
berichten, wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir diese Aufgaben erschließen, welche Technik wir entwickelt haben über diese vielen Jahre und natürlich unter dem Thema der Transformation, wie wir zu diesen Projekten dann kommen und wie sie erscheinen mit all der Verantwortung, die wir haben und dem kulturellen Hintergrund. Und Sie wissen sicher, unser Büro heißt ja Wörner Traxler Richter. Das ist der Martin Richter links von mir und der Stefan Traxler auf der rechten Seite. Wir tun das seit Jahren im Team mit allen, die uns beistehen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Weg, den wir uns hier gestellt haben. Und zwar vom ersten Tag an unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, die liegt jetzt schon wirklich sehr lange zurück. Und wir haben uns ja als Architekten, die in den 90er Jahren angefangen haben, auf jeden Fall gefragt, was bedeutet das denn, das Wort Krankenhaus oder Gesundheitsbau umzusetzen in einen städtebaulich richtigen und auch architektonisch anspruchsvollen Bau. Und ich würde Sie da gerne nochmal so ganz kurz retrospektiv in die Vergangenheit führen und einfach mal aufzeigen, dass dieses Thema oder diese Bauaufgabe eigentlich immer schon in der Mitte der Gesellschaft war. Es hat vielleicht einfach nicht so einen prominenten Platz eingenommen wie gerade im Augenblick, aber es war immer unter dem Zeichen der sozialen Aufgabe, vor allen Dingen dass der Zuwendung zu Menschen und darüber natürlich hinaus auch die Fragestellung, wie sich das baulich ausdrückt. Ich denke, das ist ein Chart, das kann sich jeder leicht erschließen. Ich erinnere auch in dem Zusammenhang einfach mal an die an eines der bekanntesten Krankenhäuser in Paris, nämlich dem Hotel Dieu, das im Mittelalter entstanden ist und sich dann unter den Einflüssen des Stadtumbaus schon sehr deutlich sowohl typologisch als auch städtebaulich in diesen Kontext eingefügt hat und man erkannt hat, dass so eine Bauaufgabe eben eine ganz gewisse Relevanz hat als Ort. Und das ist hier nochmal ganz schön zu sehen, als mittelalterlich beziehungsweise dann städtebaulich angepasste Form. Und wir haben in der Mitte durchaus erstmal zunächst einen Idealgrundriss und dann auf der rechten Seite eben diese Anpassung. Also wir gehen immer eigentlich von einer Idealform aus, die der Struktur und der Ordnung folgt, von der wir glauben, dass das kleinste Modul in der Vervielfachung eben zu einem Ganzen führt, in all der Abhängigkeit von Parametern, die im augenblicklichen Erkenntnisstand in den Vordergrund rücken. Das kann man hier eigentlich sehr schön sehen, an dem Rudolf-Virchow-Krankenhaus, immerhin Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut, schon ganz wunderbar eingebettet in diese Idee der Gartenstadt, wo Licht und Luft und eben Öffnung das große Thema dieser damaligen Zeit war. Und wenn Sie so wollen, beschäftigen wir uns heute immer noch damit. Bis zu der Fragestellung, dass immerhin ja in Venedig ein wunderbares, wenn auch nie erstelltes Krankenhaus von Le Corbusier erdacht war. Und die Parameter, die er damals niedergeschrieben hat, die sind von einer Gegenwärtigkeit, wie sie nicht aktueller sein können. Also was bedeutet das? Wo steht das Krankenhaus? Wie verzahnt es sich mit der Stadtumgebung, mit dem spezifischen Ort? Und wie stellt es den Menschen in den Mittelpunkt? Also wie begegne ich der Person oder den Personen, die dort sowohl Hilfe suchen als auch dort arbeiten. Und wir sehen hier eine idealtypische Rasterung beziehungsweise ein Diagramm einer Möglichkeit, eine Ordnung für eben diese Vervielfachung von Module, nämlich, wenn man so will, hier in diesem Fall ist es die sogenannte Betteinheit. Man kann das hier auch sehr schön sehen und der Beschäftigung mit der Wahrheit beziehungsweise der Überlegung, wie kann ich dann, wenn ich sowas eben auf so einem Raum so diszipliniert und streng rastere, wie kann ich dann eben Licht und Luft einfügen, ganz im Gegensatz zu dem Modell, was ich vorher gezeigt habe mit der Gartenstadt.
Ich habe vorhin schon angedeutet, dass wir uns eben eine Disziplin auferlegt haben, wie wir an diese Aufgaben herangehen. Das ist, wie Sie eben gerade sehen, geschichtlich eigentlich gar keine Neuheit. Wir haben jeweils immer eine Art von Typologie, mit der wir umgehen. Also sprich, wir haben eine Größe oder ein Größenparameter, mit dem wir überlegen, idealtypisch, wie kann er sich ausformen. Wir haben einen Stadtzusammenhang, einen Ort, an dem sich dieser typologische Ansatz manifestieren muss. Wir haben natürlich Funktionalitäten, die uns die Bauherrschaft aufgibt, beziehungsweise der Komplex erfüllen muss. Und wir haben dann am Ende eben die Idee, die architektonische Idee, die sich aus all diesen Strukturen ergeben. Und der Stefan Traxler hat mal angefangen, für uns diese Gedankenwege zu skizzieren, wenn wir eben zum Beispiel idealtypisch, also vollkommen idealisiert an so eine Aufgabe herangehen, von der Geometrie, dem Korpus, der Räumlichkeit mit all den Anforderungen und all dem, was wir berücksichtigen müssen, dann bleibt uns eigentlich nur die Kugel oder der Rundling, wenn Sie so wollen, damit man eben vom Kern aus alles gleichmäßig berücksichtigt oder erreicht. Das kann jeder gut nachvollziehen, aber so ist ja die Realität nicht. Das beginnt schon bei den Einflussfaktoren dessen, was wir brauchen, um so ein Haus überhaupt zu betreiben. Und oder Aspekte dessen, was wir heute unter ökologischen Ansätzen gerne unterbringen würden. Auch das würde so einen Korpus beeinflussen. Oder all die Wünsche, die die Nutzer uns täglich mit auf den Weg geben, wenn wir mit ihnen kommunizieren über die Entwurfsansätze. Wie bändigt man das? Oder am Ende eben auch das kleinste und wirtschaftlichste Minimum dessen, was der Bauherr im Prinzip eigentlich glaubt, wirtschaftlich darstellen zu können. Und viele wissen ja auch, wie diese Gebäude in den Jahren gerade nach dem Krieg gewachsen sind, weil man eben viele Jahre additiv gedacht hat und sich das nicht gegönnt hat, dass man so einen Gesamtzusammenhang nochmal neu denkt. Das heißt also, dass wir hier nochmal retrospektiv überlegt, eben diese idealtypischen Ansätze aus den Jahren kommend aus dem 19. Jahrhundert über die Typologien nach dem Krieg, die uns eigentlich eher erschreckt haben als junge Architekten, überführen in das, was wir heute eben mit all diesem ganzheitlichen Denken versuchen, uns wirklich zu erarbeiten, dass wir sehr bedacht auf den Ort eine Struktur wählen. Und ich habe mal so, wir haben mal so durchgespielt, wenn man eben eine Typologie, auch das geht ja nicht abstrakt, aufsetzen auf einen Platz wie in München, dann passt das eben nicht, sondern dann muss eben dort die Typologie sich verändern und damit auch wir in der Lage sein, so eine Ordnung anzupassen. Oder in einem Stadtkontext wie in Mailand zum Beispiel, auch das funktioniert nicht einfach nur mit so einer ganz banalen Zahntypologie, sondern man muss die anpassen. Oder das letzte Beispiel oder das dritte Beispiel wäre, was würde passieren am Potsdamer Platz? Auch das geht nicht. Und das sei einfach vorausgeschickt, dass Sie verstehen, warum wir wie mit unseren Projekten umgehen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Also wir haben immer unterschiedliche Situationen, ein Krankenhaus in der Stadt oder ein Krankenhaus auf dem Land oder wir haben es in der Landschaft oder wir haben es möglicherweise auf dem Berg. Das ist ja auch eine ganz vorzugsweise Situation, vor allen Dingen in den landschaftlichen Gebieten oder wir haben es eben am Wasser, wie hier diese Idee, der ideale Ansatz von Le Corbusier. Das heißt also, wir arbeiten immer relativ diszipliniert
Natürlich auf dem Fundament einer jahrelangen Erfahrung. Wir haben viel ausprobiert über all diese Jahre. Wir haben unterschiedlichste Dimensionen an Aufgabenstellungen in diesem Bereich kontinuierlich verfolgt. Aber es wird immer so sein, dass wir über einen analytischen Ansatz, was wird gebraucht, wo wird es gebraucht und in welchem Umfeld wird es gebraucht, verknüpfen mit der Idee und dann über diese Abstrahierung von beidem eben in die Umsetzung kommen. Und das nennen wir Transformation, oder ich persönlich habe das so genannt. Ich würde Ihnen das gerne jetzt an Projektbeispielen zeigen. Also Sie erinnern nochmal diese Analyse und dann die Idee für den Ort und für die Aufgabe. Hier ein Krankenhaus, ehemalig eine kleine Lungenheilanstalt, die überhaupt nicht mehr funktional war, mitten in der Landschaft, im Vogelsberg oder am Rande des Vogelsbergs und mitten im Wald mit dieser Idee, dass man eben diese Baumstrukturen aufnimmt und eigentlich visionär die Ausblicke schafft für die Patienten. Und Sie können jetzt hier sehen, vorher war der Altbau, den wir abgerissen haben, und hier haben wir jetzt diesen Neubau. Und Sie sehen eben, dass wir einfach so natürlich wie möglich uns versucht haben, mit der Bauaufgabe in diese Landschaft einzubetten. Ein anderer Standort, völlig entgegengesetzt, inmitten eines Universitätsklinikums, nämlich in Tübingen. Sie können hier sehen, auf der linken Seite, da wo jetzt dieses GZT steht, das ist eigentlich eine Masse in einem Gebäudezusammenhang mit universitären Einrichtungen, anderen Kliniken, die wir hinterfragt haben. Wir haben einfach gesagt, wie kann man einen Ort, der so exponiert, aber doch in einem Konglomerat von unterschiedlichen Gebäudetypologien steht, mit aber einer wunderbaren Aussicht, wie kann man diesem Gebäude zur Verfügung stellen, dass er dieser Exponiertheit zurechtkommt. Und auch hier ist ein gigantischer Ausblick aus diesem Gebäude in die Landschaft oder, wenn man so will, wieder zurückblickend auf dieses Gebäude schauend, wie kann man diese Identität, also diese Idee ausformulieren für diesen Ort und ganz individuell und speziell so ein Gebäude bauen. Ein anderes Beispiel ist ein onkologisches Zentrum für Kinder an der Universität hier in Frankfurt. Das ist, wir haben hier einen ersten Bauabschnitt gebaut, den kann man hier sehen. Ursächlich haben wir da mal an eine Frucht gedacht, die einen Kern hat, denn man kann das hier sehr schön ablesen. Da gibt es im Erdgeschoss Räume, wo die Kinder kommen und gehen mit ihren Eltern. Im ersten Obergeschoss sind Räume, wo die Kinder verweilen müssen, weil sie dort über viele Wochen frisches Blut bekommen. Und im obersten Geschoss sind die Laboratorien, die diese Therapie unterstützen und möglich machen. Und wir haben die Aufgabe, dieses Projekt zu duplizieren, weil diese Klinik wächst und der Bauplatz direkt nebendran hat bedeutet, dass wir eigentlich diese Vegetation vernichtet haben. Und insofern haben wir versucht, einfach zu transformieren, dass wir diese Bäume umsetzen in eine, wenn Sie so wollen, Rinde oder die Idee der Rinde zu versuchen zu transformieren. Sie können sehen, auf der linken Seite ist der sogenannte erste Bauabschnitt, das alte Gebäude, und auf der rechten Seite ist das neue Gebäude oder die Addition. Und wir haben diese beiden Einheiten zu einem Ganzen verbunden und haben es auch erreicht, dass die Bauherrschaft mitgegangen ist und diese Farbigkeit und diese Materialität akzeptiert hat und verstanden hat vor allen Dingen.
und wir eben in der Lage waren, die Idee dieser, ja, dieses Surrogats an Baumhain, ein Wald ist es ja nicht, aber immerhin ein Hain, zu übersetzen in dieses Haus oder in diesen Ort. Eine viel, viel größere Dimension ist das Klinikum in Offenbach. Hier habe ich einfach mal versucht darzustellen, diese Dimension ist wirklich enorm. Wir haben einen Bauplatz gefunden, der nur diese A mal B-Fläche repräsentiert und trotzdem war die Aufgabe, ein ganzes Krankenhaus darauf zu bauen, in der Aussicht in der Zukunft dort eben wirklich Abrissmöglichkeiten für den Bestand zu schaffen und dann eine neue urbane Situation. Und mir war einfach mal wichtig, auch zu zeigen, dass so ein Grundriss, das könnte man vielleicht nachher auch mal besprechen, noch anhand von Aachen, ja, wie ein Diagramm ist oder wenn Sie so wollen, wie eine Stadt mit Haupt- und Nebenstraßen und trotzdem ja genau das, was Ihnen so am Herzen liegt, nämlich Atmosphäre geschaffen werden muss, Orientierung, Ausblick, Identifikationsmöglichkeiten für die Menschen, die dort arbeiten und die dort dann auch die Heilung suchen. Hier sieht man das, auch alles das, was hier im Vordergrund steht, wird eines Tages abgerissen und es entsteht ein neuer, kleiner Stadtzusammenhang. Das leitet über in ein Projekt in der Schweiz, in Basel. Auch hier gibt es ein Haus, das im Bestand heute einfach den technischen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Wir haben direkt daneben ein neues Gebäude gebaut. Das ist ein Gebäude für eine Altersmedizin. Da kann man sich gut vorstellen. Auch hier sind lange Zeiten der Verweildauern möglich oder nötig unter Umständen. Und die Bauherrschaft hat sich hier bereits auf dem Weg zu Nachhaltigkeitsüberlegungen dazu entschieden, den Altbau für kurzfristiges Wohnen umzubauen, nicht abzureißen und das Viertel zu ergänzen, sodass wirklich ein Mehrgenerationenviertel entsteht. Und wir überlegen eben, beziehungsweise haben überlegt, wie dieses Gebäude, das eben innerhalb eines Stadtkosmos eingebettet ist inzwischen, sich so darstellt, dass es sowohl therapeutisch wirksam ist, als auch hohe Aufenthaltsqualitäten hat und für die Mitarbeiter eben attraktiv ist, beziehungsweise sich auch einbettet in diese urbane Situation des Stadtviertels, aus dem die Menschen kommen, die dort Hilfe suchen. Und das Gleiche haben wir hier noch mitgebracht aus Karlsruhe. Das sind jetzt zwei allerneueste Projekte. Ein Gebäude, das mitten in einer denkmalgeschützten Situation steht, am Klinikum in Karlsruhe, am städtischen Klinikum, mit einem sehr geringen Budget, aber dennoch mit dem Anspruch, natürlich auch hier große Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen für die Menschen, die dort therapeutisch behandelt werden und auch für die Menschen, die dort arbeiten. Hier hatten wir die Möglichkeit, über einen Wettbewerb Kunst am Bau eben mit einem Philosophen, einem Grafikdesigner und einem Farbkünstler dieses Gebäude ganz maßgeblich zu beeinflussen. Und das Gleiche ist auf einem anderen Niveau. Hier sehen Sie wieder die Einbettung in den städtebaulichen Kontext für die Vidia-Kliniken gemacht worden. Hier ist es ein völlig entgegengesetzter Ansatz, nämlich mit sehr viel Naturmaterialien, wesentlich mehr Budget, sowohl Freundlichkeit als auch Wertigkeit und damit Akzeptanz für Mitarbeiter und Patienten zu erzeugen. Also Sie sehen, jede Aufgabe hat ihre eigene Aufgabenstellung und ihre eigene Dimension und damit würde ich auch schließen, das ist unser
visionärstes Projekt und das sind ja viele Projekte, wenn Sie die Szene beobachten, dass sehr viele Krankenhäuser wieder sehr groß angelegt sind. Das ist in Aarau, das Kantonsspital, da hat jetzt der Bau begonnen. Und dennoch versuchen wir innerhalb dieses Volumens einen Kosmos zu schaffen. Das kann man hier sehr schön sehen, der zunächst mal für die Öffentlichkeit, das heißt für die, die kommen und gehen oder die, die eine zeitweise Behandlung suchen, eben erfahrbar und erfassbar wird über mehrere Geschosse, auf jeden Fall mit ganz eindeutigen Haltepunkten, einer hohen Wertigkeit, was Farbigkeit und Materialität angeht. Das wäre zum Beispiel ein Ort, an dem man sich zurückziehen kann, bevor man eben sich glaubt, verlieren zu müssen in einem solchen Gebäude. Das wird sicher auch Teil unserer Diskussion jetzt sein, wie man das kontrolliert und schafft. Und ich würde das gerne nochmal zusammenfassen, dass es wichtig ist, einfach, dass wir uns permanent fragen, ist ein Krankenhaus überhaupt der richtige Begriff? Was ist das für ein Ort? Wer ist dort derjenige, für den wir eigentlich denken und arbeiten? Also was nehmen wir voraus, wenn wir so einen Ort bestimmen und auch versuchen zu realisieren? Was muss dieser Ort leisten? Welchen Emotionen muss er gerecht werden? Und wie bedeutet dann eben dort auch der Maßstab und die Perspektive? Also welche Perspektiven werden dort aktiviert? Also nochmal zurück, ganz zum Anfang dessen, was ich gesagt habe. Wie saugen wir die sozusagen die Realität auf desjenigen Projektes? In welchem Kontext steht dieses Projekt? Was glauben wir, welche Ordnung die Aufgabenstellung uns abverlangt und wie würden wir das dann in Ästhetik umsetzen? Das sind eigentlich hier nochmal diese vier Gedankenparameter. Und ich habe einfach hier nochmal so ganz am Ende, nochmal dieses Gebilde eines solchen Prozesses in diesen kleinen, vielen Bildchen aufgezeigt. Das ist ein Projekt in Leipzig, weil wir da so ein Projekt ja täglich begleiten, also vom ersten Tag der Aufgabenstellung und Formulierung bis zum letzten Tag, wenn sozusagen die Tür hinter uns zugeht und wir dieses Projekt verlassen. Und trotzdem nehmen wir jeden Gedanken, den wir in einem Projekt gelernt haben, in das nächste Projekt mit. Das wäre so mein Schlusswort und meine Überführung in die Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Wörner, für den tollen Vortrag. Es ging natürlich alles sehr schnell, aber dafür haben wir einen guten Überblick erhalten. Ich denke, man muss immer irgendeinen Preis zahlen. Also entweder, ich glaube, jedes der Projekte, was Sie gezeigt haben, wäre es wert gewesen, sich da nochmal genauer mit zu beschäftigen. Aber vielleicht können wir das in dem Diskurs, den wir jetzt eröffnen, nochmal irgendwie tun. Also ich fand das sehr beeindruckend, also dass irgendwie, man spricht ja viel von Handschrift, also was ist so die Handschrift eines Architekturbüros irgendwo in den einzelnen Projekten, die man durchaus erkennen kann, also eine klare moderne Sprache, aber auch sehr viel irgendwie Wertschätzung irgendwie auch für Materialität und Farbigkeit, also Atmosphäre, Licht auch, Stimmung, also die Ausblicke nach draußen waren irgendwie immer sehr wichtig. Wir haben sehr viel gesprochen jetzt auch über die Frage, wie wir eigentlich mit Menschen umgehen, die quasi krank sind, die aber in diesen Häusern ja eigentlich gesunden sollen. Also das hatten Sie auch angesprochen, diese Frage, müsste das nicht irgendwie anders heißen als Krankenhaus? Und wie kann man durch, das wäre jetzt die Frage, die ich an Sie hätte, glauben Sie, dass Sie mit einer so wertschätzenden oder so eine Art von Architektur, wie Sie sie betreiben, vielleicht auch das Gesundheitswesen oder auch irgendwie die Einstellung, die gesellschaftliche Einstellung zu diesen, sagen wir mal, Orten, wo man gesunden soll, ändern kann? Weil der Standard ist das ja nicht. Der Standard liegt ja viel weiter drunter. Also Sie gehören ja zu den Architektinnen,
die wir auch ausgesucht haben, weil sie besonders tolle praktische Beispiele haben. Also meinen Sie, man kann mit solchen Projekten auch in die Gesellschaft hineinwirken, da was tun im Gesundheitssystem, dass es nicht nur immer um Geld geht, um Krankenkassen, irgendwo Setzungen, die irgendwie sagen, das bezahlen wir und das kommt nicht mehr in Frage. Das ist ja immer ein tolles Spannungsfeld, in dem man arbeitet. Also ich sage Ihnen ganz offen, dass wir überzeugt sind, und zwar vom ersten Tag an, als wir angefangen haben zu arbeiten, dass wir auf jeden Fall diese Aufgabe beeinflussen. Und das war eigentlich auch genau meine Intention, dass ich deutlich machen wollte, dass das eben nicht, das hat nichts mit Budget oder darf nichts mit Budget zu tun haben, sondern mit Erfindungsreichtum oder sagen wir mal mit dem Willen, unentwegt neu zu erfinden. Und wenn es so ist, dass wir möglicherweise Entwurfsansätze gewählt haben, die sich dann verändern müssen, weil sich auch das Budget verändert hat oder wir das Budget nicht erfüllen, was uns gesteckt ist. Also das ist sicher eine der schwierigsten Aufgaben in diesem Spannungsfeld. Aber wir können das, also das ist genau das, womit wir uns eigentlich seit Jahren beschäftigt haben, dass wir diese Qualität unabhängig von jeder Budgetvorgabe im Sinne der Entwicklung dieser Bauaufgabe eigentlich anlegen wollten. Mhm. Okay, ich habe noch mehr Fragen, aber ich würde erst mal in die Runde geben, sodass wir uns ein bisschen abwechseln. Dann würde ich einfach die nächste Frage stellen. Erstmal vielen Dank, Frau Wörner, für den tollen kaleidoskopartigen Überblick. Das war ja eine Vorlesung und eine Werkschau zusammen, also ganz toll. Und vielleicht auch die vorherigen Vorträge anzuschließen, da ging es auch um diese vielleicht neue Perspektive dieser bedürfnisorientierten Herangehensweise von diesen, ich sag mal, Patientinnen. Und es war unter anderem das Krankenhaus als hochfunktionale Institution mit diesen ganzen Normierungen und stand ein bisschen in der Kritik. Und eigentlich die Kritik, dass diese Qualitäten an heilsamen Orten nicht unbedingt mit den hochfunktionaler Krankenhäuser einhergehen. Und es war teilweise die Rede von einer Entinstitutionalisierung der Krankenhäuser. Und im Prinzip, da möchte ich Ihnen die Frage stellen, welchen Einfluss oder welchen Stellenwert haben denn bei Ihnen die Bedürfnisse der Patienten und in Ihrer Herangehensweise? Also es ist, das eine geht ja nicht ohne das andere. Also ein Patient kann nicht gesunden, wenn er kein Krankenhaus zur Verfügung hat. Und das Krankenhaus muss dennoch in seiner ganzen Funktionalität dafür sorgen, dass der Patient gesund wird. Insofern sind diese Normierungen und die gesamte Disziplin, die wir sozusagen abarbeiten müssen, das ist eigentlich ein Grundrepertoire, was wir versuchen, permanent zur Verfügung zu haben. Und dennoch ist es für uns unglaublich wichtig, dass die Art, wie wir damit umgehen, so unvoreingenommen wie möglich stattfindet. Also so wie man sagt, es gibt keine dumme Frage, so kann es eigentlich auch kein, in Anführungszeichen, dummes Krankenhaus geben. Natürlich müssen wir zum Beispiel am Ende die Hygiene erfüllen und die Wege dürfen doch nicht so weit sein. Und wir müssen ganz klug überlegen, wie wir diese funktionalen Optimierungen gut miteinander verknüpfen. Das habe ich ja versucht zu erklären. Aber wenn wir uns mit einer Sache beschäftigt haben, dann ist es immer auch dieser jeweiligen Aufgabe, eine Idee zu geben und damit eine Identifikationsmöglichkeit und eine Erscheinung, also eine Individualität, wenn Sie so wollen. Ja, vielen Dank. Ich würde dann einfach an Frau Abel weitergeben. Ja, danke sehr.
Auch von mir vielen Dank für diese inspirierende Projektrundreise. Ich hatte das ein oder andere Interview von Ihnen gelesen im Vorfeld und habe eine Frage, einen Bereich, der mich überhaupt sehr interessiert. Wir haben immer wieder die Patientinnenzimmer auch tangiert. Und in einem Ihrer Interviews haben Sie darüber nachgedacht, wie Patientinnenzimmer der Zukunft aussehen könnten, dürften. Also auch im Hinblick darauf, dass dort eventuell auch Behandlung stattfinden könnte, Diagnose stattfinden könnte, dass die dann auch größer sein dürften, vielleicht auch ihre Aufenthaltsqualität sich ändern würde. Und das würde mich sehr interessieren, diese Zukunftsvision mit Ihnen zu teilen und da vielleicht auch noch zu hören, was Sie da zusätzlich noch gerne verändern oder anders denken würden in dieser Zelle der Patientinnenzimmer. Denn eigentlich, und das haben wir auch in vielen Vorbereitungsgesprächen gehört, ist dieses Patientinnenzimmer ja sehr zentral für die erkrankten Menschen. Ne? Da halten die sich ja auch die meiste Zeit drin auf. Das ist ja sowas wie die Herzzelle und der Rückzugsbereich. Ja, ich finde, das ist eine ziemlich interessante Frage und auch eine zentrale Frage, denn es ist genau wie Sie sagen, die Entwicklung und wenn Sie so wollen, zeigt es uns ja im Augenblick die Pandemie ganz besonders, dass wir eine unglaubliche Notwendigkeit haben, das einzelne Individuum entweder vor den anderen zu schützen oder die anderen vor diesem sehr erkrankten und mehr oder weniger im Augenblick ja hochinfektiösen Individuum zu schützen. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, genau wie Sie sagen, dass die Organisation der Behandlung an sich, so wie man sie möglicherweise in den 70er Jahren hatte, als diese sehr institutionalisierten Krankenhäuser entstanden, ist man ja davon ausgegangen, dass der Patient sozusagen zur Behandlung geht und im Prinzip ständig unterwegs war oder geschoben werden musste oder man hat ihn gar nicht gefunden und unglaubliche Zeiten vergangen sind, bis er sein Zimmer verlassen hat und bei der Behandlung angekommen war. Heute denkt man um. Man ist der Meinung, dass bis zu einem gewissen Grad der Patient eigentlich in seinem Zimmer bleibt, genau dort, wo er zu Hause ist, wo er seine Privatheit hat und die Behandlung in dieses Zimmer kommt. Und das hat aber trotzdem Vor- und Nachteile, das können Sie sich vorstellen, weil wenn man das Patientenzimmer, wenn man das jetzt wirklich bis zur Spitze treibt, dann hat man ja nur Patientenzimmer, die additiv zu einer großen Masse zusammengefügt gehören und wie kommt jetzt die gesamte Infrastruktur in diese Zimmer? Also auch da sind wir wieder gefragt, sehr möglicherweise sehr integrativ zu denken und eben abzuwägen. Also es hat was mit Dimension zu tun und mit Organisation dieser Dimension. Es gibt Beispiele für das, was Sie ansprechen. Es gibt in den Niederlanden schon vor 15 Jahren ein Krankenhaus, das nur über diese Einbettzimmer funktioniert und die Einbettzimmer quasi das Zentrum dieses Hauses sind. Und es gibt aber auch Gegenbeispiele. Also zurzeit bewegen wir uns eigentlich dazwischen sehr viele Einbettzimmer, aber auch der Organisation geschuldet konventionellen Betrieb. Also da gibt es kein Schwarz und Weiß, will ich sagen. Ja. Und wenn Sie diese Patientinnenzimmer neu denken dürften, also von der Behandlung, der Diagnose, gibt es natürlich irgendwelche medizintechnischen Aspekte, die dann zu beachten wären. Aber würden Sie dann zusätzlich, was würden Sie zusätzlich addieren oder verändern, um denen auch eine andere Qualität des Wohlfühlens oder des Aufenthaltes zu geben? Also eine Küche. Oder was weiß ich was, ich will nicht vorweggreifen. Oder also fairerweise muss ich sagen, mit der Küche, das finde ich gar nicht so eine schlechte Idee, aber das hat auch was mit Aufenthaltsdauer zu tun oder auch mit sozialem Hintergrund. Also wir haben mal ein Krankenhaus in Arabien gebaut,
in Abu Dhabi. Und da ist es einfach Usus, dass die Familie ins Krankenhaus kommt und für den Patienten kocht. Und da ist natürlich eine Küche ideal. Das könnte man sich hier erstmal so nicht vorstellen. Also zumindest nicht generell. Es gibt Bevölkerungsgruppen, da wäre das ähnlich, aber es ist nicht generell so. Aber Sie haben recht, es ist wirklich sehr weit gedacht, wie privat so ein Zimmer einzurichten ist. Und es gibt sicher auch Therapiebilder, die das zulassen und die das auch fast fordern. Also zum Beispiel, wenn man ein Baby bekommt, dann ist das ja keine Krankheit, sondern das ist eine Aufenthaltsdauer. Und die hat mehrere Stadien. Und warum soll die Schwangere ihr Baby nicht in dem Raum bekommen, in dem sie sozusagen vorher ihre Post- bzw. pränatalen Untersuchungen hat und dann auch dort ihr Baby kriegen und dort auch wieder verlassen? Es ist überhaupt nicht nötig, so etwas zu unterscheiden. Also, und ähnlich ist zum Beispiel auch unser Projekt in Basel für diese Altersmedizin. Auch das ist ausgelegt für sehr lange Aufenthalte von älteren Menschen, die einfach länger Krankenhausbedarf haben als jemand, der einfach nur einen Blinddarm operiert bekommt. Ja? Also da gibt es viele Überlegungen, die wir aber nicht ohne die Gesamtheit der Organisation anstellen können. Aber Sie haben recht, es ist eine interessante Fragestellung, absolut. Ja. Danke für die Antwort. Viktoria, wollen Sie als Nächste? Ja, vielen Dank. Auch nochmal von mir, danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu dem Idealtypus, den Sie am Anfang in den Skizzen gezeigt haben. Und zwar hat man da ja gesehen, dass sich die ideale Struktur von dem Krankenhaus ja mit den Maschinen da drin so beißt, die es ja in Krankenhäusern mittlerweile immer en masse gibt. Also ob es jetzt Fernwärme ist oder die OP-Maschinen oder Heizung und Leitung und Überwachung. Und das beißt sich eben so. Und gleichzeitig ist es ja alles da. Und die Entwürfe fußen aber vor allen Dingen konzeptionell immer auf der Natur. Und deswegen finde ich es eine spannende Frage, ob man diese Apparaturen verstecken muss, weil man sich vielleicht in der Gegenwart von diesen Maschinen als Patientin nicht unbedingt heil fühlt. Ja, das ist eine wichtige Frage und eine schwierige Frage. Und Sie haben sicher recht. Also ich persönlich habe das immer ein bisschen wie ein Ozeandampfer gesehen. Also da gibt es ja auch einen riesigen Schiffsbauch, der die Maschinen in sich birgt und dafür sorgt, dass die Schiffsschraube sich dreht und alle Kabinen sind drumherum und man hört höchstens ein bisschen das Wummern, aber man würde die nie sehen. Also es ist schon so, dass die gesamte Infrastruktur, die dazu notwendig ist, um so ein Krankenhaus zu wärmen oder zu belüften, auf jeden Fall notwendig ist und auch ihren Ort braucht. Einfach auch, weil das ein ganz eigener Organismus ist, der permanent gehegt und gepflegt werden muss. Also da muss man ja auch gut dran können. Und trotzdem gibt es sicher, wie man ja in Aachen sieht an dem Klinikum, eine Art und Weise, mit dieser Technik umzugehen und sie sozusagen als eigenes ästhetisches Bild zu entwickeln. Aber man muss wissen, wenn man das genau studiert in Aachen, dass da zum Teil auch viel Haustechnik gar nicht in dieser Erscheinung untergebracht ist, sondern das ist auch Ornament. Und das, was dann am Ende aller Tage wirklich nötig ist, nämlich die Maschinen, um diese ganzen Röhren zu befüllen, dass die auch genau da sind, wo sie hingehören, nämlich in einen gewissen Bauch und konzentriert und damit auch beherrschbar. Also also die Frage, die können Sie ganz gut an diesem Projekt studieren.
Ja, vielen Dank. Dann gebe ich einfach gleich mal weiter an Clara. Vielen Dank, Viktoria, und vielen Dank, Frau Mörner, an Ihren sehr vielfältigen Vortrag, der doch zeigt, wie sehr individuell diese Projekte alle sind. Und ich hätte eine Frage zu Ihrem Planungsprozess, wie der in der Regel oder wie der auch unterschiedlich abläuft zwischen Planung des Außen- und des Innenraumes. Und zwar hat man ja natürlich einen Außenraum oder eine Außenansicht und auch einen städtebaulichen Kontext und natürlich aber auch eine innere Strukturierung des Raumes und des Grundrisses. Und mich würde interessieren, was sozusagen Ihre Basis ist, womit Sie anfangen und woran Sie dann aufbauen, also wie da Ihr Prozess in der Arbeit stattfindet. Also ich denke, dass Sie, oder das ist ja das, was ich versucht habe zu zeigen, ganz eindeutig immer zunächst mal der Ort an sich eine große Wichtigkeit hat und der Charakter des Ortes. Also Sie haben ja einerseits dieses kleine Krankenhaus in der Wetterau gesehen oder am Vogelsberg im Wald oder in Karlsruhe, wo wir mitten in diesem sandsteindominierten, denkmalgeschützten in dieser Umgebung waren oder sind. Und das eine ist eben ein landschaftsdominiertes Gebäude, das andere ist komplett in der Stadt. Das heißt auch, die Aufgabenstellung an sich entwickelt sich entlang der Bedürftigkeit oder wie soll ich sagen, der Funktionen, die dann dort angeboten werden. Also sind die Menschen kurz dort, weil sie nur operiert werden oder sind sie länger dort, weil sie zum Beispiel eben onkologisch krank sind, wie zum Beispiel in diesem kleinen Kinderkrankenhaus. Und in der Sekunde, wenn wir diese Form festgelegt haben oder gefunden haben und die Form auch einer Ordnungseffizienz folgen kann, das wird natürlich überprüft, dann entwickelt sich auch diese innerliche Ästhetik, die sich natürlich im Zusammenspiel mit Außen und Innen entwickelt. Also diese Geschwindigkeit dessen, wie lange Menschen dort sich aufhalten, wobei man fairerweise sagen muss, Personal ist immer da an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden. Also wir haben eben, und dennoch entwickelt sich die Idee für dieses Haus an diesem Ort, an der Aufgabenstellung und an der Effizienz dessen, was wir mit den Nutzern und Bauherren dann dort entwickeln. Also dann es gibt eben so eine Individualität. Ja, ich denke, das kann man eigentlich an allen Projekten studieren, aber auch zum Beispiel nochmal an diesem Basler Projekt, dem FPS, also diesem Krankenhaus für ältere Menschen. Da haben wir zum Beispiel, deswegen habe ich das auch vorhin gezeigt, sehr, sehr lange zunächst studiert und dann überlegt, wie kann ein Handlauf aussehen, weil er eben von einem alten Menschen zwingend, dringend gebraucht wird und er dort lange ist, das heißt, er sich immer wieder erinnert, also ergonomisch an diesen Griff erinnert und er kann aber auch nicht aus Metall sein, weil er kalt ist und er ist besser aus Holz, weil das warm ist und so weiter. Also diese ganze Sinnlichkeit der Benutzung eines solchen Gebäudes ist etwas, was wir versuchen, in diesen Entwurfsprozess mit einzubeziehen. Ja, vielen Dank. Das finde ich eine sehr tolle Herangehensweise. Danke. Ich gebe jetzt weiter an Axel Büter. Ja, da sind wir wieder einmal reihe rum. Also vielen Dank. Ich denke, wir sind da jetzt auch so ein bisschen, kreisen jetzt auch um das Thema. Ne? Das ist ja die Frage der Ästhetik, wo wir uns jetzt auch langsam annähern. Und da fand ich auch spannend jetzt diese Stellungnahme von Ihnen, Frau Wörner, irgendwie jetzt zum Genius Loci, also so die Frage, irgendwie, wie ist der Geist des Ortes und wie nehmen Sie den in Ihren Projekten auf? Da haben wir ja einige Bezüge auch gesehen, dass Sie irgendwo mit Ausblicken reagieren auf die Umgebung, aber auch mit Oberfläche und Farbe und Atmosphäre und so weiter. Was ich interessant finde, ist auch der Stellenwert. Also was ist eigentlich funktional, der sich heute auch scheinbar
ändert. Also darauf wird meine Frage auch hinauslaufen. Also wir kommen weg davon, dass man sagt, also funktional ist immer quasi nur das, was dann an Medizintechnik passiert, das, was an Behandlungsmethoden passiert, sondern funktional kann auch das gesamte Gebäude sein als Erlebnisarchitektur. Und also, weil Genius Loci ist ja nicht so, dass man quasi den umgebenden Bäumen da den Gefallen tut, wenn das irgendwie die Bäume aufgreift als Thema, sondern es sind ja Menschen, die da wohnen, die da leben, die irgendwie da ins Krankenhaus gehen und die vielleicht bei der Annäherung schon irgendwie das erleben, ja, und entweder Angst bekommen oder sich irgendwie befremdet fühlen oder vielleicht aber auch irgendwie sagen, okay, das ist mein Krankenhaus, mein Ort und da sind Menschen, die irgendwie von hier sind und denen vertraue ich und so weiter, wenn es so genau auf dem Land ist, im Wald, wie Sie gesagt haben. Vielleicht zur Ästhetik da jetzt auch die Frage, ich hatte vor ein paar Jahren bin ich dazu gekommen, irgendwo, da ging es um Delirprävention, irgendwo im Krankenhaus eine Frage und da ging es auch ums Erlebnis. Und zwar haben da Medizinerinnen angefangen umzudenken, weil das war Jahr des Delirs in Deutschland und die Frage, was kann man denn tun, um so ein Delir bei Intensivpatienten zu vermeiden? Und das ist Delir ist quasi so ein Delirium, in dem viele Patienten fallen, das nach der Operation. Also postoperativ ist etwas, was die Sterblichkeit sehr stark irgendwo erhöht, was irgendwie schwere irgendwie Nebenwirkungen haben kann und was tatsächlich auch gefährliche Medikamente irgendwie auch teilweise irgendwie benötigt. Und da war A, Angehörige, darüber haben wir gesprochen. Also Angehörige sind total wichtig. Das hat ja auch die Alexandra Abe gesagt. Also vielleicht muss tatsächlich jemand kochen und das ist Therapie. Dann haben wir irgendwie Rituale. Also das war auch irgendwie interessant, dass Sie herausgefunden haben, dass bei den Patientinnen auch Rituale irgendwie helfen, tatsächlich, die sie von zu Hause kennen, um die im Prinzip auch ein Stück weit am Leben irgendwie, also nicht in eine Sondersituation zu bringen, sondern in ihrem Rhythmus irgendwie zu belassen. Dazu zählte auch zum Beispiel, dass das Licht irgendwie anging und gesteuert wurde, also so ein biodynamisches Licht, dass dann auch das, die Sonne irgendwie morgens aufgeht, wieder untergeht und nicht irgendjemand kommt und mitten in der Nacht das Licht anmacht und Medikamente irgendwie gibt oder irgendwie etwas tut. Also die atmosphärische und das letzte waren die atmosphärischen Faktoren. Und da sind wir mitten in der Architektur, also dass die Atmosphäre, das konnten wir dann quasi auch demonstrieren, also Licht und Farben und Oberflächen tatsächlich auch zum Gesunden der Patientinnen beitragen und auch diesen Delir irgendwie verhindern. Also haben Sie den Eindruck, das hat sich was gewandelt in der Zeit, in der Sie Architektur machen, dass man jetzt mehr über das Erleben des Menschen nachdenkt, wenn man so von Ästhetik spricht und das nicht so was Formales, Aufgesetztes heute mehr ist? Oder wie würden Sie das sehen? Also ich kann dazu sagen, dass wir eigentlich immer genau versucht haben, an dem Punkt anzusetzen. Also ich habe früher immer gesagt, wir müssen eigentlich subkutan dafür sorgen, dass die Empfindsamkeit für die Räume angenehm sind. Also dass der Mensch eigentlich natürlich vertrauensvoll auf so einen Raum reagiert und auch der Mitarbeiter diesen Raum als einen Raum erlebt, in dem er so gerne arbeitet, dass er sich auch gerne dieser Person zuwendet, die er pflegt. Denn die Realität, um nochmal auf diese wirklich wahrscheinlich ideale Einzimmerstruktur zurückzukommen, ist natürlich nicht, dass die Angehörigen regelhaft im Krankenhaus zugelassen sind. Das fängt sich jetzt erst an zu ändern, aber das wäre natürlich der Idealfall. Und wir haben immer versucht, das Krankenhaus so zu verstehen, dass es wie der Kindergarten oder die Schule oder das Rathaus oder die Kirche eigentlich ein Gebäude ist, in dem wir selbstverständlich ein- und ausgehen. Das ist in den urbanen Strukturen eben eigentlich nicht mehr so. Aber im ländlichen Raum war das so und ist das immer noch so. Man wird dort geboren und im Idealfall stirbt man eigentlich auch dort. Und es ist immer das gleiche Haus, das man über Jahrzehnte wahrnimmt, über die Großeltern oder die Eltern oder so. Und aber das sind wirklich Empfindungen, für die wir die Verantwortung tragen, dass sie übertragen werden in so eine Ästhetik. Und wir haben auch mal gelernt, ich finde es eigentlich interessant, dass Sie gerade dieses Thema Delir ansprechen. Das ist ja ein Thema gerade in Intensivstationen. Also was passiert, wenn der Patient nach langer
zum Beispiel Schläfrigkeit oder Koma das erste Mal die Augen aufmacht. Was sieht er da? Dafür sind wir verantwortlich. Also wo blickt er denn hin? Blickt er in einen Fernseher oder blickt er nur an die Decke, weil er sich gar nicht anders rühren kann? Und wie sieht dieses Deckenbild aus? Und das ist natürlich eine gigantische Herausforderung. Das endet nicht nur bei einer Farbigkeit, sondern da müssen Lüftungsauslässe kontrolliert werden oder abgehängte Deckenampeln und so weiter. Also das ist wirklich eine irre Aufgabe, für die wir uns permanent schulen oder an die wir eigentlich ständig denken. Achtung, wir müssen darauf achten, wo schaut der Patient hin? Und trotzdem können wir diese Funktionalität natürlich nicht ignorieren. Also das ist wirklich eine Riesenaufgabe und da wiederhole ich mich. Deswegen versuchen wir als ganz normale Architekten immer wieder da drauf zu gucken, die eben ein ästhetisches Bedürfnis haben, ohne dabei aber zu ignorieren, dass wir eine Funktion erfüllen müssen. Das ist natürlich ein Riesenspagat. Ja? Das ist ein Spagat, aber es ist möglich. Also man kann auch mit den Nutzern, die eben dann dort arbeiten, also Ärzten und Pflegern, heute sehr weit gehen, weil die da sehr interessiert dran sind. Also das Bewusstsein hat sich natürlich verändert. Würden Sie denn Ästhetik auch als Funktion jetzt heute definieren? Also ja. Wenn jemand aus dem Delir aufwacht, dass der Mensch dann quasi nicht einen Schock bekommt, weil er in einer Umgebung ist, wo er lauter Kabel sieht und weiße Wände oder Lüftungsauslässe und keinen Ausblick nach draußen hat, das wäre ja auch dann irgendwie auch nochmal ein interessanter Punkt. Also wenn wir sagen, das ist wirklich ein funktionales Kriterium, dann fehlen aber tatsächlich in vielen Vorgaben genau diese ästhetischen Vorgaben irgendwo beim Klinikbau. Also ich kenne irgendwo jetzt Dutzende von Kliniken, in die wir jetzt nachträglich reingekommen sind, wo man immer denkt, meine Güte, also das wäre wirklich eine gute Sache, wenn man da ästhetische Vorgaben hätte, dass Menschen nach draußen gucken müssen. Und wenn sie nach draußen gucken, vielleicht dann nicht die Hauswand von gegenüber sehen, wo auch wieder Klinikfenster sind, sondern vielleicht auch ins Grüne gucken können und so weiter. Darüber gibt es ja keinerlei Vorgaben. Würden Sie denn für so Vorgaben plädieren? Nein, weil ich würde für eine gute Architektenausbildung plädieren. Okay. Und also das muss viel weiter vorne anfangen, weil wir müssen uns doch entwickeln und Vorgaben entwickeln sich aber nicht, die sind statisch. Also deswegen möchte ich ja auch mit Ihnen heute Abend sprechen, weil ich werbe ja dafür, dass man sich A, für diese Bauaufgabe interessiert und B, sich ihr so hingibt, dass man in dieser Empfindsamkeit eben erkennt, dass an der Stelle die Arbeit Not tut. Und das nimmt uns keine Verordnung ab. Im Gegenteil, die würde wieder eine Statik und eine Gleichmacherei erzeugen, die, glaube ich, der Aufgabe nicht gerecht wird und auch nicht förderlich, dessen, nachdem Sie fragen. Ja? Also mir ist eine gute Antwort, also die Verantwortung auf die Schultern der neuen Architektinnen zu legen, absolut. Ja, wieso? Wir haben sie doch auch und wir leben auch noch und wir sind auch fröhlich und wir können immer noch gute Projekte machen. Also insofern würde ich das als Lebenselixier bezeichnen. Also es ist ein wunderbarer Beruf, mit dieser Verantwortung umzugehen. Aber es ist tatsächlich Teil unserer Arbeit. Ja, ja, vielen Dank. Ich würde dann kurz an Florian weitergeben. Danke. Ich würde kurz eine Frage aus dem Chat stellen von Lara. Ich hoffe, man hört mich. Sie haben des Öfteren von Neubauten gesprochen. Also Krankenhausbauten, die neu gebaut wurden, bei denen allerdings zuvor bereits Gebäude standen, die dann abgerissen wurden. Gab es dort Überlegungen, den alten Bestand mit aufzunehmen oder zu sanieren? Ja, das gibt es eigentlich in jedem Projekt. Allerdings, wir machen ja sehr viele sogenannte Machbarkeitsstudien, in denen wir abwägen, ob die Renovierung oder Sanierung eines Gebäudes tatsächlich vom wirtschaftlichen Aspekt her besser ist als ein neu gebautes Haus. Und dazu muss man einfach sagen, dass die Gebäude, die wir heute als alt bezeichnen, eigentlich nicht mehr betreibbar sind als Krankenhäuser. Und der Aufwand, ein solches Haus zu sanieren, ist unglaublich groß und er braucht vor allen Dingen sehr viel Zeit.
Und wir können natürlich in einer wesentlich kürzeren Zeit viel zeitgemäßere Gebäude herstellen. Und tatsächlich müssen wir aber im Sinne der Nachhaltigkeit lernen, dass wir die sogenannten Nachnutzungskonzepte für diese alten Gebäude auf jeden Fall als Aufgabe integrieren in so einen Neubau. Also einfach einen alten Bau abzureißen, ist natürlich heute jetzt aktuell auch nicht mehr zeitgemäß. Und das wird auch an vielen Stellen inzwischen erkannt und Gott sei Dank auch implementiert in die Aufgabenstellung. Also wir reißen nicht einfach mehr unreflektiert irgendwelche Gebäude ab. Aber man muss es wohl abwägen. Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine kleine Frage. Sie hatten ja von Erfahrung gesprochen, also mit jedem Projekt Erkenntnisse, Erfahrungen, die Sie auf Ihre Reise mitnehmen. Und meine Frage wäre jetzt, was ist denn dann die Erkenntnis für die Zukunft? Wo geht denn der Krankenhausbau, wo geht es denn hin? Was ist denn der Trend vielleicht? Naja, im Augenblick muss man ganz ehrlich zugeben, dass der Trend und zwar europaweit zur Akkumulation von großen Häusern geht. Einfach weil man glaubt oder sicher auch nachweisbar die Möglichkeit hat, dort die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Und wir nehmen aber parallel wahr, dass man das erkennt, dass das auch zum Teil zu große Einheiten sind, um wirklich sich dort wohlzufühlen. Und man, vor allen Dingen in Skandinavien gibt es sehr schöne Ansätze, dass man um diese Großklinika herum eben Häuser für Angehörige baut oder für Kinder, die länger dort behandelt werden müssen, dass die mit ihren Eltern dann in so kleine Einheiten ziehen können und sich immer wieder verschränken mit dieser Großstruktur. Also man ist wirklich wesentlich flexibler heute im Denken. Aber tatsächlich im Augenblick, muss man zugeben, nimmt man wahr, dass die Großstrukturen wieder auf dem Vormarsch sind, in Anführungszeichen. Vielen Dank. Danke auch Florian für die spannende Frage, die eigentlich auch schon so ein bisschen vorwegnimmt, was meine ganz kurzen Abschlussfragen wären, wo dann auch tatsächlich nur wahrscheinlich Zeit für 1-2 Sätze ist. Vieles davon ist sowieso schon von Ihnen berührt worden. Welchen Impuls vielleicht in 1-2 Sätzen würden Sie auch vor Ihrem Erfahrungshintergrund dem Diskurs über Gesundheitsarchitektur gerne mitgeben? So als knackige Botschaft. Keine Angst davor zu haben, also wirklich sich der Aufgabe hingeben. Also diese sehr starke Formulierung einer Funktionalität zu versuchen umzusetzen in eine Ästhetik, ihr eine Ästhetik zu geben. Dankeschön. Und meine letzte Frage. Was können wir von der Auseinandersetzung mit heilsamen Umgebungen oder mit Gesundheitsarchitektur für die Qualität von Architektur insgesamt lernen? Ich habe auf der Homepage auch gelesen, dass Sie auch Schulbauten machen, Museumsbauten machen und so weiter und dass Sie auch selber sagen, die Auseinandersetzung mit der Krankenhaus- oder Gesundheitsarchitektur, die ist uns da auch Impuls. Und deshalb die Frage, was kann man davon mitnehmen für die anderen Umgebungen oder für die Qualität von Architektur insgesamt? Es ist eigentlich eher umgekehrt gemeint. Also wir versuchen, und das ist ja, hat ja vorhin schon angeklungen, die Sturheit einer solchen enormen Funktionalität wie das Krankenhaus, die uns eigentlich auferlegt, die versuchen wir aufzubrechen, indem wir uns eben die Ausflüge in andere Bauaufgaben gönnen. Und wir lernen aber dabei, dass die Disziplin, die notwendig ist, um ein Museum zu bauen, auch in so einem anspruchsvollen Stadtkontext wie zum Beispiel in Regensburg, genauso anspruchsvoll ist wie eben ein Krankenhaus. Also die ganzen Randbedingungen, die Auseinandersetzung auch mit der Technik und der Sicherheit oder der Museografie, das sind zwar vermeintlich weichere oder, andere Themen, aber die Disziplin dessen, dass wir
das eine wie das andere beachten müssen und ihm eben die Ästhetik abbringen müssen, die ist eigentlich bei allen Bauaufgaben die gleichen, auch bei Schulen zum Beispiel. Es ist nicht einfacher. Glaube. Danke. Danke sehr für die Antwort. Ja, herzlichen Dank an Frau Wörner vom Büro Wörner Traxler Richter. Wir sind wieder am Ende unserer Diskussion angekommen und damit auch unserer Stunde zum Thema heilsame Orte oder Healing Architecture. Ich danke auch dem Moderatorenteam von der Bauhaus-Universität Weimar. Ich danke auch meinem Team, was jetzt hier irgendwo die Übertragung, die Aufnahme irgendwo sichert, von der Bergischen Universität Wuppertal. Nächste Woche gleiche Zeit, irgendwo gleicher Kanal. Da haben wir auch wieder ein ganz tolles Büro, was schon den Abschluss unserer Reihe macht. Das ist DRMM aus London, die uns zum Titel The Architecture of Health berichten werden. Also das ist der Abschluss unserer Reihe, auch ganz, ganz toll wieder. Und ich freue mich, alle hier wiederzusehen. Bis nächste Woche. Tschüss.